Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Explorer hier. Im Explorer haben wir den Workspace. Alles, was in diesem Workspace hier drin ist, das ist dann auch wirklich im Spiel drin. Das können die anderen Leute sehen. Das heißt, diese ganzen Blöcke hier können die Leute sehen. Das sind halt diese Parts. Die Baseplate ist der Boden da unten. Spawn Location zum Terrain kommen wir gleich noch. Und die Kamera. Die Kamera ist die, über die wir gerade gucken. Dann gibt es noch Lighting. Hier könnt ihr halt die Beleuchtung einstellen. Habt verschiedene Effekte. Könnt ihr zum Beispiel die Brightness hochstellen oder so. Wow, schön. Also könnt ihr auch eine Menge Zeug verfuschen. Replicated First und Replicated Storage. Sprechen wir noch nicht drüber. Server Script Service ist dafür da, dass hier Skripte auf den Server ausgeführt werden, die die Spieler nicht sehen können. Server Storage ist für alles da, was nicht zu sehen ist, aber vielleicht mal geladen werden muss. Starter GUI ist das GUI, also die Sachen, die auf dem Bildschirm zu sehen sind. Für jeden Spieler Starter Pack sind zum Beispiel alle Tools, die die Spieler benutzen können. Zum Beispiel, wenn sie mit Schwertern starten sollen, können wir zum Beispiel hier dieses Schwert nehmen. Jetzt haben wir hier ein Schwert und das Schwert, das nehme ich jetzt und ziehe es rein in Starter Pack. Und wenn ich jetzt das Spiel starte, habe ich als Spieler dieses Schwert hier unten im Inventar. Kann die 1 drücken und dann habe ich's. Starter Player, hier können die Scripts für den Charakter und die Scripts für die Spieler rein, die jeder haben soll. Teams ist wichtig, wenn ihr halt irgendwas mit Teams macht, zum Beispiel Tycoons, da hat man ja immer für jeden Tycoon ein eigenes Team. Sound Service für Sound, Chat Service für Chat, Localization Service, komplett irrelevant für uns und Test Service für euch auch erstmal irrelevant. Und dann gibt es hier Players, die habe ich eben komplett übersprungen. Und in Players könnt ihr zum Beispiel einstellen, Respawn Time können wir auf 0 setzen, das heißt, wenn ihr sterbt, dann werdet ihr sofort wieder gespawnt. Ihr könnt aber auch gemein sein und die Respawn Time auf 30 Sekunden packen und dann stirbt man. Und muss 30 Sekunden warten, bis man wieder respawned wird. In diesem Zeitraum denken sich alle Spieler, ist kaputt und dann verlassen sie und dann habt ihr keine Spieler mehr. Und wenn ihr hier auf die Starter Player geht, könnt ihr hier auch in den Properties unten einige Sachen einstellen, wie zum Beispiel, auch interessant, Character Walk Speed. Und wenn wir das jetzt auf 40 hochstellen und zum Beispiel die Jump Height, sagen wir mal, wir stellen um auf Jump Power und dann Jump Power auf 70 stellen und dann starten, dann können wir auf einmal schneller laufen und höher springen und dann macht die Obby gleich viel mehr Spaß.